Hängt die Schranktür schief in den Angeln oder will sie partout nicht mehr offen bleiben? Dann hat das Scharnier das Ende seiner Lebenszeit erreicht. Aber keine Sorge, das Tauschen der Scharniere ist nicht besonders schwer. Wir beginnen damit, die Scharniere samt Türen auszubauen und lösen die Schrauben der Grundplatte an den Seitenwänden des Schrankes. Zuerst oben, dann unten. Schon lässt sich die Schranktür zur Seite legen. Das Ganze wiederholen wir auch auf der anderen Seite. Als nächstes schrauben wir die Scharniere von den Türen ab. Mit dem Akkuschrauber geht das blitzschnell. Die weißen Unterlegscheiben aus Plastik belassen wir aber an Ort und Stelle. Sie sorgen dafür, dass die Schrauben nicht vollständig durch die Tür dringen. Da die vorhandenen Bohrungen für die Grundplatten nicht zu der Verschraubung der neuen Scharniere passen, verfüllen wir diese im nächsten Schritt mit Holzdübeln. Die Dübel spitzen wir zuvor aber etwas an. Die Löcher füllen wir vorbereitend mit schnell abbindendem Leim. Dann schlagen wir die Dübel nacheinander, zuerst oben und dann auch unten ein. Die Dübel sind jetzt natürlich viel zu lang, daher bringen wir sie mit der Beißzange auf die richtige Länge. Mal sehen, ob sich das Fitnessstudio ausgezahlt hat. Perfekt! Für den Feinschliff kommt ein Stechbeitel zum Einsatz und wir ebnen nacheinander die Bruchkanten der Dübel. Sind die Löcher dann einmal befüllt, wischen wir noch den ausgetretenen Leim mit einem feuchten Tuch weg. Als nächstes übertragen wir die Positionen der neuen Scharniere mit der beiliegenden Schablone. Glücklicherweise sind diese aber deckungsgleich mit den alten. So können wir die neue Grundplatte ohne Vorbohrung montieren. Wir fixieren die erste Schraube der Platte vorläufig mit der Hand und schrauben sie mit dem Akkuschrauber fest. Dann drehen wir die Platte gerade, körnen die zweite Schraube vor und schrauben auch diese an. Danach folgt die zweite Grundplatte am unteren Ende des Schrankes. Als nächstes montieren wir die neuen Topfscharniere an der Schranktür. Wir legen sie dazu in die bestehenden Löcher ein und fixieren sie mit den beiliegenden Schrauben. Nun setzen wir die Hebel der Scharniere an der Grundplatte an und drücken sie fest. Zweimal Klick und es ist geschafft. Die Tür ist wieder montiert. Sollte das Einsetzen aber nicht gelingen, gibt es einen einfachen Trick. Dazu lockern wir die Grundplatte und schon rastet der Hebel ein. Perfekt! Leider sind die Türen bzw. die Scharniere nicht optimal eingestellt, aber auch das ist keine Hexerei, wie die verlinkte Anleitung auf Diebook zeigt. Nach dem Einstellen ist aber alles erledigt und die kaputten Scharniere wurden erfolgreich ausgetauscht. Da kommt Freude auf! Und nicht vergessen, wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch einen Daumen hoch und abonniere uns. Wir freuen uns auf dich!